Also, ich freue mich, hier zu sein. Ich werde Sie siezen, obwohl ich dich, Matthias, und dich, Gerd, und dich, Alexandra, kenne. Fühlt euch mit angesprochen. Die meisten kenne ich nicht. Ach, Tobias auch noch. Die Zeit ist gekürzt worden und wir können bis 20 vormachen. Sie finden meinen Vortrag etwas länger auf meiner Webseite. Das wird am Ende sein. Auch die Beispiele und vielleicht manches, was Sie noch interessiert. So, dann fange ich an. Es geht um das Schriftliche in der Beratung, um die Online-Beratung, Mailen und Chatten. Und der Fokus ist aufs Chatten gelegt. Online-Beratung ist flexibel und leicht zugänglich. Das leuchtet jeder und jedem ein. Die schriftbasierten Formate sind von jedem Ort aus zugänglich. Also ob ich in der Bahn sitze oder im Park oder zu Hause. Ideal für Menschen, die eine Mobilitätseinschränkung haben. Die müssen sich nicht auf den Weg machen in eine Stelle. Oder wer stottert, der schreibt vielleicht lieber. Bei Mailen ist es unabhängig davon, ob es jetzt nachts ist oder tags, sonntags oder feiertags. Es ist keine Anreise notwendig, in der Regel ist es kostenfrei. Man kann chatten und mailen in der eigenen Sprache. Die neuen Übersetzungsprogramme machen es möglich. Wer von Ihnen viel chattet, wird das wahrscheinlich schon miterlebt haben, dass da Übersetzungen sind. Und es ist anonym, dass man sich anschaut. Es gab vor einigen Jahren eine Umfrage, warum denn junge Menschen insbesondere lieber übers Internet kommunizieren. Und unter anderem fühlen sie sich nicht allein, es ist weniger anstrengend. Online teilen sie manche Sachen lieber als sozusagen von Angesicht zu Angesicht oder auch über die Stimme, und es ist halt immer jemand da und es macht es für sie leichter, Dinge auszusprechen. Eine Chatterin schrieb mir mal, ich hatte Angst anzurufen, weil ich dachte, ich muss dann weinen. Das kann ich nicht steuern, wenn ich ein Gegenüber habe und die hat eine warme Stimme. Deshalb wollte ich lieber schreiben. Emotionale Unterstützung gibt es ja in verschiedensten digitalen Formaten, dass Sie einen Eindruck haben, welche es gibt. Also Video kennen Sie alle aus der Corona-Zeit. Da kann man gut begleiten, ist synchron, man muss gleichzeitig da sein. Sie kennen das, das muss ich nicht weiter ausführen. Telefon kennen Sie auch alle. Und das Schöne am Telefon ist ja, dass über die Stimmung auch die Stimme, über die Stimme die Stimmung mit übertragen wird. Also je länger Sie Zuhörende sind, desto mehr hören Sie ja auch in der Stimmung. So. Dann gibt es die Sprachnachrichten, die ganz bewusst gewählt werden. Man könnte ja auch sagen, ihr ruft an und sprecht auf einen Anrufbeantworter. Nein, die Sprachnachrichten sind asynchron. Ich kann mal eben was aufsprechen, bin es dann los und habe nicht die Gefahr, dass jemand drangeht. Und es ist eine totale Entlastung. Es ist ähnlich wie beim Schreiben halt, ich bin es los. Ich weiß nicht, wer von Ihnen Menschen kennt, die gerne Sprachnachrichten aufsprechen. Ich habe zwei Freundinnen, die dann, ich musste mal kurz was erzählen, 3,5 Minuten, 4 Minuten. Und das ist elendig lang. Und dann so, brauchst mich nicht zurückrufen, habe schon alles jetzt losgeworden. So. Dann gibt es das Chatten. Da gibt es zwei Formen. Ich rede hier von dem Synchron, so wie wir es aus unserer Arbeit kennen. Wir sitzen also gleichzeitig an den Bildschirmen oder die Ratsuchenden in der Regel an ihrem Smartphone. Das Mailen, was asynchron ist und was von der schriftbasierten Beratung das Format ist, was vielleicht eher dem Briefeschreiben und dem Schreiben näher kommt. Das Chatten ist was anderes. Ja, und dann gibt es seit einigen Jahren die Apps. Wahrscheinlich haben Sie selber auch tausende von Apps auf Ihrem Handy.
Und die sind ein gutes Selbsthilfeinstrument und man kann sie aber auch gut einsetzen für Zeiten dazwischen. Vielleicht kennen Sie die Atmungs-App, also dass man das Ratsuchenden auch empfehlen kann. Lad dir die runter, wenn du gerade einen Flash kriegst oder geht dir ganz schlecht, dann atme 5 Minuten, hilft. Krisenkompass war eine andere Veranstaltung, hilft auch. Also es gibt ziemlich viele Selbsthilfe-Werkzeuge, Apps genannt, die man zwischendurch einsetzen kann und wo es gut ist, wenn Sie in der Begleitung darauf hinweisen und auch fragen, ob Sie die kennen und denen die dann auch erklären. Das ist ganz wichtig. Also wir haben das ja heute Morgen in dem zweiten Vortrag gehört. Es gibt so viele Informationen im Internet und die Menschen sind zum Teil überfordert. Und in Krisensituationen sind sie noch mehr überfordert, weil das kennen wir auch von uns. Unsere kognitiven Fähigkeiten stehen in Krisensituationen nicht zur Verfügung. Also ganz kleinschrittig alles erklären. Und dann gibt es die Chat. Im zweiten Vortrag haben wir Replika gehört. Mittlerweile nutzen viele ChatGPT. Wir in der Telefonseelsorge haben viele Anfragen mittlerweile. Sind Sie echt? Ist hier ein Mensch? Ich beende jetzt den Chat, hier ist ja gar kein Mensch. Also das ist was neu in die Ausbildung jetzt eingeht. Wie reagiere ich denn da drauf? Und wie kann ich denn deutlich machen, dass ich ein Mensch bin? Also ich glaube, niemand von uns hat sich die Frage im letzten Jahr gestellt. So, und jetzt muss ich im Chat deutlich machen, hallo, hier ist ein Mensch, ich bin echt. Ja, also das so zur Übersicht, die Formate gibt es gerade alle. Ich mache es hinterher, ich mache einmal durch, weil ich bin meine eigene Zeitmanagerin. Gut. Beim Mailen, das gehe ich kurz durch, ist es klar, man kann ohne Zeitdruck was formulieren. Man schreibt, das Mailen ist Schriftsprache. Und Menschen, die mailen in der Regel, die haben eine Affinität zum Schreiben. Die schreiben Tagebuch oder schreiben sich auch mit Freunden. Also für die ist das Schreiben was. Und das ist ja überhaupt nicht neu. Schreiben hilft, ist super. Wenn wir schreiben, finden wir Wörter für unsere Emotionen und wir kriegen das, was wir drinnen haben, nach draußen. Unsere Sprachlosigkeit findet einen Namen. Eine schrieb mir mal, seit ich schreibe, geht es mir viel besser. Denn ich muss mein Problem und meine Sorgen relativ genau beschreiben. Dabei denke ich nochmal über alles nach und mir wird vieles klarer. Und Sie lesen ohne Rechtschreibfehler, super, also da schreibt jemand gerne. Schreiben ist immer möglich, ist ja ein asynchrones Format. Und ich kann mir als Ratsuchende oder als Schreibende ja auch 5 Stunden Zeit lassen. Ich kann alles wieder löschen. Ich habe voll die Kontrolle darüber, was ich schreibe und was auch nicht. Was für Menschen, die zum Beispiel so emotional instabil sind oder traumatisiert sind, super ist. Weil da ist Kontrolle erstmal wichtig. Ja, einer schrieb, hallo, es ist 3 Uhr nachts. Das ist die Zeit, in der mein Wunsch, meinem Leben ein Ende zu setzen, am stärksten ist. So wie heute ist es fast immer in den letzten Wochen. Ich schwank, ob ich es tun soll oder doch versuchen soll, da wieder rauszukommen. Doch um 3 Uhr nachts ist das nicht so einfach. Da sieht alles nur schrecklich aus. Mit diesem Mailer hatten wir vereinbart, dass immer, wenn es schrecklich aussieht, er schreibt und entscheidet, ob er uns das schickt oder auch nicht. Man kann doch mal nachlesen, was man geschrieben hat und mailen ist entschleunigend. So, anders als das Chatten. Gefühle werden bewusster, wenn ich was aufschreibe, was vorher im Kopf ist, kommt dann in die Tastatur und auf den Bildschirm. Manchmal hat das Schreiben auch oder für viele eine befreiende Wirkung. Ich kriege wieder Luft zum Atmen, habe mir Raum geschaffen. Und Menschen äußern sich halt freier über ihre Gefühle, wenn sie alleine sind. Das sind sie ja beim Mailen. Schreiben schafft einen Zugang zum Drinnen und Draußen. Das zeige ich Ihnen hinterher und komme jetzt erst zum Chatten. Also, Mailen ist klar, sozusagen von der Anlage, vom Konzept und von den Menschen, die das mit Mailen nutzen. Dann komme ich zum Chatten und Chatten ist angelehnt an das Konzept der mündlichen Sprache.
Mailen ist angelehnt an die schriftliche Sprache und Chatten ist ganz klar vom Konzept her ans Mündliche. Deshalb ist es auch nicht wichtig, wie viele Fehler gemacht werden. Das ist beim Chatten jetzt erstmal nicht so interessant. Das ist für uns, die wir hier sitzen und die wir groß geworden sind mit roten Strichen in unseren Schulheften, wenn wir Fehler gemacht haben, schwierig. Also da müssen wir über unseren eigenen Schatten springen. Können wir aber, wichtig vom Konzept für viele Menschen, das ist das Sprechen, was in eine Form gebracht wird. Und da ist es wichtig zu wissen, wir können ja beim Mailen, haben wir viel mehr Wörter und viel mehr Zeit, da können wir ja unsere Gefühle nochmal anders beschreiben und ausdrücken. Beim Sprechen hören wir die Stimme. Beim Chatten fehlt das und es muss noch schnell gehen, super schnell. Weil nichts ist nerviger, als wenn Sie oder auch die Schreibenden halt eine Minute auf die Antwort warten. Also haus raus in eine Taste, zack, damit das Gespräch, man sagt auch ein Chatgespräch, im Flow bleibt. Und wichtig für Sie beim Chatten ist, dass Sie Emotionen dadurch beschreiben, kennzeichnen, dass Sie Emoticons nutzen. Das ist auch für uns wieder nicht so leicht, weil wir glauben, Professionalität macht sich daran fest, dass wir keine Emoticons nutzen. Aber die Emoticons, da gibt es 3-4 Studien aus Duisburg, Mülheim mit, zeigen, dass man die Gefühle in so ein knappes Emoticon bringen kann. Und dann sparen sie sich viele Wörter und halten das im Fluss. Eines meiner liebsten Beispiele, der Chat ist immer schnell im Einstieg, schreibt jemand, eine Frau, um so eine wie mich ist es nicht schade. Bang. Sie sitzen da, kommt. Innerhalb von 30 Sekunden braucht die eine Antwort. Was schreibe ich jetzt? Ich weiß es nicht. Wenn Sie so einen traurigen Emoticons machen, so, der weint oder so, reinhauen, abschicken. Also da zeigen Sie ja, dass, ach, das ist traurig. Ob Sie darüber traurig sind, ist ja erstmal nicht wichtig, sondern Sie zeigen eine Reaktion und schaffen damit eine Verbindung. Da ist jemand, der sitzt da und der findet das traurig. Das habe ich gerade schon gesagt mit dem Beispiel. Beim Chat ist es so, man hat ungefähr ein Fünftel der Zeit, die man so beim Anruf hat. Also wenn Sie meinetwegen 45 Minuten telefonieren, müssten Sie 5-mal so lange chatten, bis Sie die ganzen Infos auch hätten. Sie kennen das wahrscheinlich, manchmal sucht man Termine oder was per Chat und denkt sich, scheiße, ich rufe jetzt an. Entschuldigung, meine Oma hätte jetzt gesagt, wasch dir den Mund mit Seife aus. Aber so, geht schneller. Von daher kommen die Leute richtig schnell zum Thema. Manchmal begrüßen die einen noch gar nicht. Zack, raus. Und dann braucht es für uns, Sie wissen das ja, uns, wir müssen in so einem guten Zustand sein, sonst können wir ja gar nicht begleiten oder unterstützen. Und wenn wir dann schon in Stress kommen und Hektik, also kleines Emoticon, ich bin da und habe wieder für mich ein bisschen Zeit gewonnen. Diejenige schreibt dann auch wieder was. Ja. Für manche Menschen ist sozusagen das Chatten das einzige Medium, um sich Hilfe zu holen. In dem zweiten Vortrag haben wir von dem, ich habe schon wieder vergessen, es war nicht Harakiri, dem japanischen Phänomen gehört, wo Menschen sich halt, wo Menschen sich halt einschließen. Dieses Phänomen ist nicht neu. Ich bin seit 1996 in der Chatberatung und in der Mailberatung und ich hatte es auch da schon und habe es. Also es gibt Menschen, die bleiben dann zu Hause, bestellen sich alles online. Das geht heute leichter als früher. Ja. Und das Chatten ist der Kontakt. Und beim Chatten entsteht oft so eine paradoxe Situation, dass ich durch die Distanz, die da ist, eine Nähe hinkriege. Ich weiß nicht, wer von Ihnen vielleicht das mal erlebt hat, als der Zug gefahren ist oder als sie Zug gefahren ist, dass man sich manchmal mit einem wildfremden Menschen gut unterhalten kann. Das wird man vielleicht gar nicht
der Freundin oder dem Freund erzählen, aber da weiß ich, den sehe ich nicht wieder, der kennt mich nicht, der kann mich nicht einordnen. Und so kann man sich das vielleicht auch beim Chatten vorstellen. Ich sage immer, das ist so ein bisschen wie so eine Zaubermaschine, die zaubert Nähe und hält sie gleichzeitig fern. Ich habe Ihnen ein Beispiel mitgebracht. Das habe ich ein bisschen gekürzt. Es war ein Chat, der ging über 2,5 Stunden in der Nacht. Der Telefonseelsorger stellt sich vor: Hallo, mein Name ist Lutz und ich bin heute im Chat für dich da. Der duzt. Sie können das handhaben, wie das für Sie gut ist. Die einfachste und sozusagen pragmatischste Variante ist: Guten Tag, Sie sind bei der Telefonseelsorge oder bei der dargebotenen Hand. Wie wollen wir es handhaben, duzen oder siezen? Wenn das für Sie in Ordnung ist. Wenn Sie lieber gesiezt werden möchten, ist das auch in Ordnung. Dann siezen Sie. Und dann können Sie im Laufe des Chats, wenn jemand das sehr wichtig ist, können Sie weiterhin auch ruhig beim Sie bleiben. Ich erzähle gerne ein Beispiel. Ich hatte mal einen Mann, 30-jährigen Mann, der wollte mich duzen und hat gesagt, naja, aber hier im Internet ist es üblich, sich zu duzen. So, und ich habe gesagt, also gut, aber ich nicht. Ich möchte gerne beim Sie bleiben. Ich kann Ihnen nicht sagen, warum, war Intuition. Ich dachte, der duzt dich nicht und du den nicht. Sonst ist mir das häufig egal und bei Kindern und Jugendlichen sowieso. Naja, hin und her, 3-4 Mal. Okay, dann probieren wir es. Was sagt er? Ja, ich habe so Probleme mit meiner Freundin, die meint, ich sei so dominant. Da dachte ich, yes. Echt, alles richtig gemacht. Also vertrauen Sie auf sich. Sie sind ja hier alle keine 18 mehr. Sie haben Erfahrung, Sie haben Lebenserfahrung, Sie sitzen schon länger am Telefon. Hören Sie auf Ihre Intuition, die ist gespeist durch Ihre Erfahrungen. So. Und machen Sie aber auch nicht irgendwie so ein Bohai raus. Also, passt. Okay. Hallo Lutz, ich bin ziemlich verzweifelt und frage mich, ob alles Sinn macht. Das tut mir leid. Was fühlt sich für dich sinnlos an? Kurz zusammengefasst. Ich bin erst 22, habe große Geldprobleme, eine schwierige Familie und eine Essstörung. Und ich bin jetzt mal ehrlich, weil ich es sonst niemandem sagen kann. Ich denke sehr oft darüber nach, einfach vor den Zug zu springen. Und habe es nur nicht gemacht, weil ich mich sehr verantwortlich für meine Familie fühle. Kreisen deine Gedanken um Suizid oder die Sinnfreiheit deines Lebens? Beides. Anna, Sie sehen das Stilelement, was auch Wärme schafft. Er spricht Sie nochmal an. Was beschäftigt dich aktuell am meisten? Meine Suizidgedanken. Hast du über die Konsequenzen deines Suizids nachgedacht? Ja. Meine Familie wäre am Boden zerstört. Es klingt so, als fühlst du dich von deiner Familie belastet, aber gleichzeitig verantwortlich für sie. Genau. Und in meinen schlechten Momenten will ich einfach, dass diese Verzweiflung aufhört. Es kommt mir vor, als seist du eine große Nachdenkerin, die sich viele Gedanken macht und sich selbst vergisst. Ja, mein Gedankenkarussell ist schwer zu stoppen. Was soll ich tun? Vielleicht beginne damit, dir selbst etwas Gutes zu tun. Das kann ich mir nicht erlauben. Aber du kannst davon träumen. Und vielleicht wird es irgendwann wahr. Ja, das kann ich. Was wäre, wenn der Suizid nicht deine erste Option wäre? Gibt es andere Träume, die du verfolgen könntest? Das Leben fühlt sich anstrengend an. Manchmal denke ich, dass der Himmel besser wäre. Aber vielleicht sind andere Träume es wert, für sie zu kämpfen. Du hast viele Stärken. Danke, du hast mir sehr geholfen. Gute Nacht und pass auf dich auf. Der Chat ist gekürzt und Sie lesen die kleinen Smileys drin und
macht sich gar nicht schlecht, ne, für so was Professionelles. Gibt ein bisschen was. Ja, wichtig für Sie. Übernehmen Sie Verantwortung für das Setting. Ich sage immer, you are the driver. Lassen Sie sich nicht das Lenkrad aus der Hand nehmen. Oder den Fahrradlenker. So. Beachten Sie Zeitrahmen und was das Ziel sein kann, was Sie auch leisten können. Und präsent sein. Sprich, sehen Sie zu, dass Sie im guten Zustand sind, dass wenn Sie ankommen in der Dienststelle, auch einmal durchatmen, ich weiß nicht, sich einen Tee machen, die Kerze anmachen oder was auch immer, da sein. Und dann verstehen Sie sich ein bisschen als Ethnologin oder als Ethnologe. Also so, vielleicht kennen Sie den Film Philadelphia, wo es diese zwei Anwälte gibt, Denzel Washington, der Anwalt, und Tom Hanks, der AIDS hat und sich treten lässt. Und da sagt er zu seinem Kollegen, beide Star-Anwälte, erklär's mir doch mal, als sei ich 6 Jahre alt. Und diese Haltung da zu sein, also ich weiß es gar nicht. Ich habe so wenig Informationen. Ich habe nicht die Stimme. Ich bin Telefonseelsorgerin und Telefonseelsorger. Ich kann Stimme. Aber das andere, da frage ich mal besser nach. Und auch da wieder eine gute Mischung hinzukriegen, nicht auszufragen, sondern wirklich so ethnologisch zu verstehen. Und manchmal brauche ich gar nicht so viel dafür. Und denken Sie sich auch dabei, sozusagen, ich weiß nicht, wie man das sagt, also so praktisch so ein Film, der abläuft, okay, ich kriege hier ganz, ganz, ganz wenig mit. Diejenige, die mir schreibt, derjenige, der mir schreibt, der filtert das. Und da kann noch alles andere sein, ich kriege hier ein bisschen mit. Das ist nicht die Wahrheit. Das ist ein kleiner Teil, ein Ausschnitt, was der Mensch, der mir hier schreibt, mir mitteilen möchte. Also einfach mitlaufen lassen. Ja, begrüßen, anreden, sich vorstellen. Und Sie können auch bei jedem Chat, wenn die Schreibenden mit der Tür ins Haus fallen, auch mal sagen, ja, guten Abend oder gute Nacht oder guten Tag. Ich weiß nicht, ob Sie einen Decknamen haben und sich ansprechen. Hier bin ich. Ich bin da. Sie müssen nicht dieses schnelle mitgehen. Sie müssen zwar schnell antworten, aber Sie können auch sagen, ich bin da. Ich bin für dich da. Und wenn Sie, je nachdem, das sagen wollen, wir haben 30 Minuten Zeit oder wir haben 15 Minuten Zeit oder 45, oder Sie schreiben auch gar nicht zu der Zeit, wenn Sie es analog eines Telefonates machen, da sagen Sie in der Regel auch nicht, wir haben jetzt 30 Minuten Zeit zu telefonieren. Aber probieren Sie aus. Auch das ist das. Das ist ja ein Medium, das ist nicht ganz neu. Aber vielleicht für Sie ist es nicht Ihr tägliches Geschäft. Experimentieren Sie, was für Sie passt. Und schauen Sie, welche Reaktion Sie kriegen. So, dann gilt es darum, Vertrauen aufzubilden, Vertrauensbildung. Zeigen Sie Verständnis und Mitgefühl, so wie Sie das auch im Mündlichen machen. Und im Schriftlichen reicht manchmal so ein trauriger Smiley. Ach so, da ein Tipp, wenn Sie nicht so Smiley-affin sind, suchen Sie sich für den Anfang 3 raus, die Sie gerne nutzen, oder 4. Und damit fangen Sie dann an, die einzusetzen. Mehr braucht es erstmal nicht. Suchen Sie sich die aus, die so zu Ihnen passen. Ja. Gefühle, Bedürfnisse ergründen und auch zu klären, rauszufinden, was ist denn meine Rolle? Und das machen Sie ja am Telefon auch erstmal, glaube ich, so relativ intuitiv. Sie haben das alle in der Ausbildung gelernt. Also geht es darum, einfach zuzuhören, zu trösten, muss ich die Ärmel hochkrempeln und irgendwas helfen, Adressen raussuchen oder so. Also finden Sie auch im Chat raus, was Ihre Aufgabe und Ihre Rolle ist und ob Sie die auch annehmen wollen. Also alles im Leben hat auch seine Grenze. Wenn es unklar wird, einfach nochmal nachfragen,
bei Unsicherheiten, die da sind, immer im Hier und Jetzt, also in der aktuellen Situation angreifen. Und wenn es passt, können Sie fragen, soll ich Ihnen eine Adresse raussuchen, sollen wir weiter chatten, was ist Ihnen lieb? So. Bei vagen Antworten fragen Sie nach, wenn Sie selber was brauchen. Also Sie können ja einmal sagen, ah, da ist sie sehr vage oder da ist er vage, okay, das nehme ich mal mit, speichere ich immer ab, aber muss ich jetzt noch nicht ansprechen. Oder Sie sagen, okay, das ist mir gerade zu vage, das verstehe ich Sie nicht. Können Sie mir das bitte noch mal erklären? Und Sie können auch schreiben, können Sie mir das bitte mal erklären, als sei ich 6 Jahre alt. Unterstützung, Empathie und Emoticons verwenden, das habe ich schon gesagt. Und so ein voreiliges Verständnis vermeiden. Also nur, weil es schnell ist oder Sie nicht jetzt sozusagen so dumm darstellen oder da sitzen wollen, fragen Sie lieber ein zweites Mal nach. Ich finde diesen Satz immer ganz hilfreich, bitte versteh mich nicht zu schnell. Und der gilt auch im Chat. Und neben den Emoticons ist Stufe 2, gibt es auch sogenannte Interjektionen. Sie kennen die vielleicht noch aus den Comics, wo immer diese Sprechblasen waren, seufzt, stöhnt, ächzt und so weiter. Da können Sie sich für den Anfang auch mal 1, 2 überlegen. Weil die haben ja was Aktives und gehen mit auf die Gefühlsebene. Es gibt ein nettes Wort, diejenigen von Ihnen, die vielleicht auch noch Beratung im Beratungszimmer machen, haben eine kleine Kleenex-Box auf dem Tisch oder Taschentücher. Und wenn jemand weint, reichen Sie das weiter. Man kann im Chat Sternchen, Taschentuchreich, Sternchen schreiben. Also anstatt für traurig. Das ist was Aktives, ich zeige mich. Und da können Sie sich auch was überlegen, was zu Ihnen passt. Und wichtig, das ist nichts anderes als das, was Sie auch am Telefon machen, die Selbstverantwortung fördern, Selbstinitiative fördern, machbare Schritte ermutigen, Mini-Aktionen sind immer super, Selbsthilfefähigkeit stärken und wir alle und auch die Menschen, die uns schreiben, haben Ambivalenzen. Wir sind doch alle an den seltensten Stellen ganz klar. Also wir finden dann immer einen Weg, den wir gehen und entscheiden uns. Aber bei manchen Menschen leben auch diese Ambivalenzen und die können sich nicht entscheiden. Einfach zu denken, das gehört zu unserem Menschsein, auch Ambivalenzen zu haben. Dann, wenn es um schwere Entscheidungen geht, vielleicht nochmal einen Folgechat anbieten, wenn das Ihr Konzept zulässt oder sagen, können, für heute würde ich es erstmal gut lassen, überlegen Sie doch nochmal, machen Sie für sich nochmal eine Liste und dann melden Sie sich wieder. Also es eilt ja nicht so. Ja, dann die Grenze des Schriftlichen halt auch erkennen. Manche Sachen gehen im Chat nicht. Und wichtig finde ich nochmal zum Abschluss, dass Sie den Abschluss so vorbereiten und sagen, jetzt haben wir noch 3 Minuten, ich fasse mal kurz zusammen, was wir bisher erarbeitet haben oder was wir gechattet haben oder was ich verstanden habe, um was es Ihnen geht. Und dann, so, jetzt ist Schluss. Also so diese Einleitung, dass so ein Ende nicht so abrupt kommt. Ja, ich finde, Distanz verhindert zwar einen Kuss oder eine Umarmung, aber kein Gefühl. Mehr nachlesen können Sie in meinen Büchern. So fürs Chatten ist die mediale Dialogkompetenz gut. Da sind viele Beispiele drin für schwierige Chats. Aber auch das Handbuch Internetseelsorge, da sind auch Beispiele von Mail- und Chatverläufen, was ich bei bestimmten Themen machen kann. Sie können aber auch auf meine Webseite gehen, die heißt schreibentutderseelegut.de. Da stehen alle Veröffentlichungen, die Bücher an erster Stelle und wenn Sie weiter runterscrollen, kommen so Fachbeiträge. Und das ist in der Regel ein PDF oder eine Webseite, wo Sie sich die Sachen dann auch runterladen können, kostenlos. Ja, dann
bin ich erstmal mit dem Vortrag fertig. Und freue mich.